Ich habe im Stream auf eure Holy Grails reagiert, das heißt, ich habe auf die Sachen reagiert, die ich irgendwann mal kaufen wollte, wenn ich es geschafft habe, finanziell unabhängig zu sein. Dabei waren auf jeden Fall einige Sachen dabei, wo ich relaten konnte. Bei ein paar Sachen habe ich es aber auch nicht so gefühlt, sage ich ehrlich. Wenn ihr solche Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal, lasst den Video Daumen nach oben da und schreibt euer Holy Grail in die Kommentare. Mein Holy Grail ist, glaube ich, ein Porsche GT3 RS. Keine Ahnung, ich habe kein großes Holy Grail. Schaut in den Streams vorbei, würde mich freuen. Und jetzt viel Spaß beim Video. Eure Grailskis, man. Was haben wir hier? Das ist eine Ballett. Nee, Celine-Jacke. Boah, das ist so. Ich sag ernst. Das ist. Also, Leute könnten jetzt wegen dem, was ich jetzt sagen werde, haten. Das ist für mich so ein Designer-Piece. Was kostet die Jacke? Ist von Celine. Wird wahrscheinlich über 1K kosten. Also sehr safe. Bro, Real Talk? Ich wüsste jetzt nicht, was daran so krass ist. Checkt ihr, was ich meine? Ich wüsste jetzt nicht, was daran so krass ist. Klar, das ist auf jeden Fall eine coole Jacke. Das fittet bestimmt cool, coole Waschung und so. Aber was ist jetzt der ausschlaggebende Grund, dass ich dafür jetzt 2K auf den Tisch legen soll? Checkt ihr? Das ist ja nicht mal irgendwas krasses groß drauf. Kann man genauso für 200 holen. Ja, weiß nicht. Dann haben wir hier. Oh. Check ich. Emelion Dor X Rimowa Kollabo. Das ist der kleine Koffer, das ist der Cabin-Koffer. Finde ich sehr, sehr cool. Die Kollabo fand ich halt auch sehr nice. Aber ihr müsst euch vorstellen, das ist wirklich nur so ein kleiner Trolley-Chat. Das ist wirklich nur so ein kleiner Trolley. Den nehmt ihr mit für so einen Wochenendtrip. Da passt ein paar Schuhe und 3 Outfits rein. 3 Outfits, wenn ihr wirklich gut packt. Das Ding kostet 2200 Euro, oh Gott. Aber ich finde es übelst cool. Ich fand die Kollabo sehr cool. Ich habe ja selber einen, ne, bisschen flexen. Ich habe ja selber den Remover-Koffer. Die Dinger lohnen sich schon und die fühlen sich auch schon sehr, sehr geil an. Aber ist halt geistkrank teuer. Der Preis hart, ja. Ja. Eliox mit einem Lego-Grail. Ist das ein valides Grail-Chat? Ich mache mich jetzt ein bisschen peinlich wieder damit, aber aus welcher Serie ist das? Ist das ein Ninjago? Oder was ist das für eine Saga? Ist das ein Ninjago, oder? Ich habe ja nie einen Ninjago geschaut, deshalb, I don't know. Ja, ich habe nie einen Ninjago geschaut, deshalb, ich habe dazu keine Verbindung. Aber ist cool bestimmt, ne? Habe ich schon ganz oft gesagt, ich habe es nie geschaut. Ich habe das aktiv nie geschaut. Ich habe mich auch bewusst dagegen entschieden. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich fand, andere Serien waren cooler. Sagen. Das kann nicht sein, du bist doch 17. 17? Chat, sehe ich aus wie 17? Wie alt bin ich, Chat? Dachte 15. Nee, 14, 16. Ja, bis 17. 14, 21. Bro, bitte seid ehrlich. Bitte sagt mir, ihr wisst, wie alt ich bin. Sieht aus wie 18, höchstens 19. 20, ja, ich bin 20. Ich bin 20, Chat. Ihr Nylon Fur Backpack Hood Bomber. Hartes Teil, aber ich wüsste ernst nicht, wo du sowas trägst. Die ist cool, aber wo... Bruder, das ist unfassbar geil. Sieht richtig geil aus. Kann man richtig geil stylen. Habe ich schon richtig geil gestylt gesehen. Aber das ist für mich so ein Piece, was halt nicht mehr so zum Tragen gedacht ist, sondern das ist wirklich so zum Stylen gedacht. Das ist wirklich zum Stylen gedacht. Magella. Ja, guck mal. Bei der Jeansjacke zum Beispiel check ich schon mehr, warum man dafür viel Geld ausgeben würde. Erstens Magella Goated, so, ohne reden. Die Taschen, die Knöpfe, das ist so alles, das check ich schon viel mehr als bei der von eben. Von Celine, no front an Celine. Aber das ist, bei der check ich das schon viel mehr, warum man hier, ich glaube, was waren das, $400? Ja, $400 für ausgeben würde, als für die andere. Ist hier so 2K oder so. Umbro Slam Jam, I guess. Was sagt ihr dazu? Das ist ja dieselbe Kollabo, wo ich auch meinen Umbro Hoodie raus habe. Der ist halt, also, geisteskrankes Teil. Nur wie auch bei dem Hoodie bei mir. Diese Balaclava muss man sich eigentlich, oder hier diese Gesichtsverdeckung muss man sich wegdenken, wann benutzt man das wirklich? Wann benutzt man das wirklich? Man muss sich eigentlich denken, wie das wäre ohne das hier vom Gesicht, weil das benutzt du nie. Sieht geil aus, aber tut's nie. Cartier Watch. Ey, da habe ich heute mit Kelly noch drüber geredet. Chat, was würdet ihr, also wenn ihr könntet, ihr habt jetzt nicht unendlich Geld, aber ihr habt jetzt so Geld wie, also ihr habt schon so ein bisschen Geld, so wie so ein Alex oder so ein Tu. Die verdienen ja schon echt gutes Geld mit Trimvision. Was würdet ihr euch als Statussymbol kaufen, wenn ihr müsstet? Also so Statussymbol meine ich sowas wie eine Uhr, Grills, eine Kette, Armbänder, ein Auto, sowas. Wenn ihr wisst, was für eins davon? Also welche Uhr, was für ein Armband, welches Auto, was würdet ihr euch kaufen? Hier Love Bracelets, GT3 RS, Supreme Box von Chrome Welt, Alabaster Industries Uhr, boah, geil. Grid Safe, Ferrari Terrossa, das ist das Skyline R. Boah, ich glaube Ferrari, Loki zu täuschen. Ne? Pagani! Chat doch so, reasonable, bitte. Bitte, reasonable. Nicht Pagani. Pagani ist zu teuer, Pagani ist banned. Hellcat, Full Black, Ford Mustang. Ich habe heute drüber nachgedacht. Bei mir ist das so. Full Cam, Retalk. Uhren bin ich gar nicht der Typ für. Hier, mit so einer Casio Watch, 30 Euro, bin ich völlig fein mit. Die muss man sich vielleicht so einmal im Jahr neu kaufen, weil die vergeht, bin ich völlig fein mit. Autos. Oh, cooler, schöne Autos mag jeder. Aber das wäre jetzt nicht so das Erste, was mir in den Sinn kommt. Solange ich ein Auto habe, was mich von A nach B bringt, ich bin happy. Ketten. Ich würde niemals eine Ice-Dot-Kette tragen. Das Einzige, was bei mir noch cool kommen könnte, wären Grills oder so ein cooles Armband. Aber mehr auch nicht. Ich wüsste ernstlich, was ich mir kaufen würde. Wenn ich gezwungen wäre, würde ich wahrscheinlich ein Auto kaufen. Oder Grills. Grills sind eigentlich so gar nicht mal so unrealistisch, dass ich mir die...
Wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr, aber Anfang nächsten Jahres Grills ist eigentlich schon sehr safe. Wird ein bisschen random kommen, aber will ich machen. Aber hier, das passend zu der Urne, Cartier. Ich weiß gar nicht, was für eine ist, aber die sieht schon sehr, sehr schön aus. Mit Lederarmband kommt auch sehr, sehr gepflegt. 400 Euro Schein, nur um zu zeigen, dass man Geld hat. Aber ich sag ehrlich, so Agnes Studios Schals sind schon sehr geil. Aber ich glaube, ich würde mir da nicht den hier holen, sondern ich würde mir da, den finde ich eigentlich am coolsten. Den hatte Jan, glaube ich, aus. Hat den Jan? Ich weiß nicht, ob der den immer hat. Aber den hier finde ich eigentlich am geilsten. So grün-grün-beige-Mischung. Ansonsten, ey, so, Bro, für so einen Schal muss ich jetzt nicht 350 zahlen. Ja, meinte der Kratzer, der Kratzer, aber das wäre mir, weiß nicht, würde ich durchstehen. Aber ich bin eh nicht so der Schal-Typ, wenn dann eher Balaclava. Agne generell, crazy Brand, aber das ist mir alle. Bro, ich würde so einen arabischen Schal tragen, aber das ist low-key risky. Meinst du einen palästinensischen oder was? I don't know, ob ich fühl's. Ja! Aber, also Chrome Glass ist generell sehr, sehr cool. Glaube aber, ich würde da eher so eine durchsichtige bevorzugen. Oder Chat, was sagt ihr? Die, das sind auch beides Chrome Hearts, meine ich. Aber ich meine die hier. Das ist einfach so eine ganz simple, durchsichtig. Da ist so ein Silberelement noch drin. Und halt unten dieses Chrome Hearts Zeichen. Das ist so nahezu crazy. Hier die schwarze, so, das ist so einer zu viel schon wieder für mich, glaube ich. Wie soll ich das sagen, ohne dass ich gehatet werde? Solche Autos finde ich wack. Ja, doch, ich werde dafür gehatet, ist mir geil. Ich finde solche Autos wack. Ich finde, es gibt so alte Autos, die geil aussehen können. Das Auto muss dann zu der Zeit, wo es noch neu war, ein Luxusauto gewesen sein. Ansonsten sieht das meistens nicht nice aus. Checkt ihr, was ich meine? Yoshi L wieder, ja, sorry. Ich stehe dazu auch. Ich kann das ja sagen. Das ist ja meine subjektive Meinung. Zum Beispiel so ein alter 911er. Boah, alter Ferrari. Crazy. Das ist für mich einfach ein altes Auto. Ja, so ein E30er ist cool, aber würde ich jetzt auch nicht als, oh mein Gott, crazy einranken. Wisst ihr? Ich stehe dazu. Ihr könnt ihr anders denken. Ich stehe dazu. Ich finde nur so ein alter 911er würde ich sagen, boah, geil. Aber dem hier so, ja, coole Rims. So, der hat coole Rims auf jeden Fall. Alter Land Rover Defender. Ja, aber das ist ja auch zu der Zeit, als er noch neu war, war das schon ein sehr hochklassiges Auto. Also ein Land Rover ist ja immer ein sehr hochklassiges Auto. Deshalb ist das so, das sieht geil aus. Wisst ihr, was ich meine? Balenci Trooper. Muss ich auch sagen, habe ich nur bei ganz wenig Leuten wirklich cool gestylt gesehen, ehrlicherweise. I don't know. Muss ich sagen, oh, Alter, die finde ich geil. Gar, ne, hier, Stussy Fanboy. Aber diese ganzen Stussy-Jacken, diese ganzen Stussy-College-Jacken, die über die Zeit rausgekommen sind, sind alle, finde ich, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Stussy D-Rider, ja, stehe ich auch zu, sorry. Ist hier durch, ich bin der D-Rider. Hier, solche Jacken finde ich auch übelst geil. Die stehen mir halt nicht, weil ich zu klein bin, aber so eine gute, gut gereifte Everyrex Vintage-Jacke ist auch immer sehr, sehr cool. Das fühle ich sehr. Agnes Studios Denims, nicht genau die, aber ich finde Agnes Studios Denim, diese ganz klassische TikTok-For-You-Page, die hier finde ich geil, die hatte ich ja schon mal an. Das sind 650 Euro, Digga, das ist so krass. Das ist so krank. Aber hier die finde ich so crazy. Die kostet 590. Bro, geisteskrank, aber arg teuer. Arg teuer. Jetzt nicht außergewöhnlichen Geschmack, aber guten Geschmack. Hier Tabbies, die Balenciaga Boots, dann die Palace XX und Stussy Birkenstocks, ja? Valid. Also alles coole Sachen, würde ich mir auch so genauso kaufen. FFF Postel Spring Summer 23 Rain Jacket. Abseits davon, dass die Jacke unfassbar hart ist, fand ich das Shooting auch mit das härteste, was die je gemacht haben. Das ist richtig, richtig geil gewesen. Also von den Stylings her und von der Location her. Balenciaga Boots. Hier den Zipper finde ich cool. Das ist das Vetements. Nee, Balenciaga. Boah, ich glaube, da habe ich coolere Gads schon gesehen. Ja, okay, das ist glaube ich, alles ein bisschen zu grunge, so High Fashion für mich. Aber die hier, die Jacke ist dumm. Die Jacke ist dumm hart. Ja, Bro, lass los. Ich habe letztens nachgedacht, wie es wäre, wie wirklich das Leben wäre, wenn alle Spiele, also wie soll ich das sagen? Wenn man so bei allen Spielen, die einfach so für so, man gibt denen immer so 5 Jahre Entwicklungszeit und nach den 5 Jahren ist es verboten von den Entwicklern weitere Updates rauszubringen, sondern nach den 5 Jahren wird einfach gevotet von der Community, welches Update als das Spiel etabliert werden soll. Also zum Beispiel, welche Fortnite-Season dann so für immer gespielt werden soll. Oder welche, was gibt's noch für Prime-Games? Minecraft für so macht keinen Sinn. Oder zum Beispiel, welches COD für immer das aktuelle COD sein soll. Welches dann immer so die Hauptaufmerksamkeit bekommen. Welches FIFA? Genau so. Das wäre so cool. Dann hätten wir Prime Fortnite, Prime COD, Prime... Was gibt's noch für Prime-Spiele? Prime CSGO. Oh mein Gott, Digga. Dann hätten wir nicht diese Kack-CS2. Dann hätten wir Prime CSGO noch. Prime GTA 5. Das alles, Digga. Das wäre so cool. Aber, ja. Loslassen. Wird irgendwann langweilig. Ich sage, hätte Fortnite einfach ab Season
Von mir, es muss nicht mal Season 6 sein. Hätte Fortnite Chapter 1, Season 9 bis 10 aufgehört, das Spiel zu entwickeln und einfach nur noch die Map immer rotiert, so von Orten, so mal ist die Map, also mal ist der Ort drin, mal ist der Ort drin, wäre Fortnite bis heute das beste Spiel, was wir je gesehen hätten. Retalk. Re-retalk. Was sagst du zu Black Ops 6 Gameplay Leaks? Sieht interessant aus. Aber es ist mir noch nicht zu, also ist mir noch nicht, es ist noch nicht genug für mich, um zu sagen, ja, geiles Spiel. Ich bin aber auch, muss man dazu sagen, Chat, ich bin kein OG-COD-Zocker, ne? Ich bin, COD bin ich selber erst seit Warzone dabei. Deshalb, ja, man hat es auch besser in Erinnerung, als es vielleicht einfach war. Na, ich sag, Bro, Fortnite, als die Fortnite-OG-Season drin war, das war die beste Zeit seit langem in meinem Leben, Loki. Ernst. Digga, die Streams waren so geil. Die Streams waren so geil. Jedes Mal, wir haben 2 Stunden gestreamt, danach gesagt, ja, okay, wir gehen jetzt mal Fortnite rein. 1-2 Runden. Noch 2-3 Stunden gezockt mit Daniel, mit Ace immer. Fortnite-OG-Season war so cool. Das ist, Digga, November war Fiebertraum. Bro, ich habe in dem Monat doppelt so viel gestreamt, wie ich sonst gestreamt habe, ne? Müsst ihr mal vorstellen. Davor war ich immer so wie jetzt halt live, viermal die Woche. Da war ich einfach jeden Tag live. Digga, Chat, ich bin stellenweise früher online gekommen, um nur Fortnite zu spielen. Ich habe nur Fortnite gespielt. Wir waren nicht mehr in Discord drin. Ich habe nur Fortnite gezockt. Das war... Und das ist nicht das... Man hat das cool in Erinnerung, Bro. Das ist einfach ein geiles Spiel gewesen, so, in dem Stadium. Was soll ich sagen? Ist das aktuell, Chat? Das ist nicht der aktuelle, das ist mein Prime-Todesstern, oder? Oder ist das ein aktuelles Set? Ich meine, das ist mein Prime-Todesstern. Das ist Prime-Lego, ja, ja. Das war zu meiner Kindheit. Oh, oh, der ist auch so geil. Der ist auch so, so geil. Dass der allererste, wenn das der allererste ist, dann ist es nicht der Prime. Ich war zu der zweiten Auflage in der Lego-Zeit. Todesstern, crazy. Ich hatte den Millennium-Falken damals. Ich hatte nicht den Todesstern, ich hatte den Millennium-Falken. Weil der Todesstern hat irgendwie 600 Euro gekostet. Und der Millennium-Falken war damals, ich hätte für Millennium-Falken 150 Euro crazy Deal gewesen. Den habe ich zu Weihnachten bekommen. Das weiß ich noch ganz genau. Boah. Boah. Alter. Boah, wenn ich ausziehe, werde ich einmal ein Lego mitnehmen und das mitten in die Wohnung stellen. Sarah wird richtig sauer sein. Das ist mir egal. Sorry. Bro, Tyler It's Great ist auch crazy, ne? Tyler It's Great ist auch crazy. Achso, das war's schon. Tyler It's Great ist auch crazy. Das Tyler Glazing geht auch ein bisschen zu weit mittlerweile. Aber waren coole Grails dabei, Chat. Sollen wir das öfters machen? Einmal ein bisschen yappen, zwar Loki nur Yap-Session. Mein aktuelles Grail ist dieses Auto hier. Wenn mir jetzt einer sagen würde, Bro, hier hast du... So, du kannst dir eine Sache aussuchen. Mir genau den hier aussuchen. Wartet. 100%. 100%. RS5. Das ist so ein cooles Auto. So ein cooles Auto. Das ist so Loki, aber das, da kannst du trotzdem Leute von der Autobahn wegdrücken. Das Audi. Interieur ist okay so. Aber sieht von außen geil aus. Also doch, Traum. Das ist ja kein... Bro, das ist ja kein Traumauto. Das ist ja kein Traumauto. Wenn wir über Traumautos reden, Digga, dann ist es ja wirklich so das Nonplusultra. Was willst du haben, wenn du alles andere in deinem Leben hast? Aber das ist ja so ein Auto, wo ich denke, boah, das wäre jetzt ernst geil zu haben. Damit könnte ich auch realistisch was anfangen. Ich jetzt so, Bro, ich könnte mit einem Pagani Königsex so... Kann ich ja nichts anfangen jetzt gerade in meinem Leben. Wisst ihr? Oder mit einem GT3 RS wirst du jetzt gerade auch nichts anzufangen. Das ist ja kein Auto, was du daily... Das hätte nicht mal im Kofferraum. Da weißt du nicht, was du mit anfangen sollst. Also das. Und ansonsten hat irgendeine Agne Denim. Und... Low-key würde ich mir noch... Also ich habe wirklich viele Parfüms jetzt, aber wenn ich noch einen Parfüm enden könnte, Shoutout dem Teak, wenn die das sehen, das... Ich würde nicht nein sagen, das ist auch richtig geil. Das ist ein richtig geiler Sommerduft. Aber dann wäre ich auch dann. Dann habe ich alle Parfüms. So. Genug Grades geschaut jetzt.